Hallo Star Wars Freunde, hallo Community, Star Wars Community Wohnzimmer. Ich begrüße euch zusammen recht herzlich hier auf dieser Website bei Facebook und bei YouTube. Wie gesagt, diese Sendung ist ab 30, 35, 45 plus. Jetzt nicht zwischen 14 und 24, die können auch gucken, das ist klar, aber an sich so mal für die Älteren, für die Star Wars Jünger, die halt 1977 selber 8, 9 oder 7 Jahre alt waren und heute nach 40 Jahren mit 47, 46, 48, meiner einer schon 60 vor der laufenden Kamera über Star Wars sprechen. Lange Zeit, 41 Jahre, lange Zeit. Und in den 41 Jahren hat man vieles erlebt. Und jetzt sind wir an einer Technik angekommen, wo wir Selfies machen, Facebooken, WhatsAppen und YouTuben. Wir machen jetzt eine Sache self. Also wir machen alles selber. Und da ist es nicht so einfach, eine Sendung zu machen, dass die euch begeistert. Außer man macht tierischen Blödsinn, dann seid ihr ja schnell dabei. So, aber ich versuche eine Sendung zu machen, nicht blödsinnig, sondern irgendwie aufbauend, interessenhalber. Problem ist, der eine schreit, das ist Spoiler und so. Wie viel Rücksicht soll man denn eigentlich nehmen? Man darf ja bald gar nichts mehr, man darf sich ja bald gar nicht mehr bewegen. Dann macht ja gar nichts mehr Spaß, dann macht das Leben nicht mehr Spaß. Die Lebensqualität wird gesenkt durch die ganzen Gesetze, Gebühren und Verordnungen. Die EU schränkt ein. Deswegen liebe ich lieber Outlaw, den Han Solo. Mir ist egal, wer den spielt. Hauptsache ist einer und ist verdammt gut in Szene gesetzt, wenn man das Original sieht, womit die gearbeitet haben und wo die gearbeitet haben. Und daraus sowas Tolles gemacht. Kann man nur sagen, Hut ab, Spitze für paar. Für ein paar Sequenzen irgendwo da in so einem Zelt kurz übernachtet und dann morgens früh am Set dann weitergedreht und so weiter und so fort. Dann Kameraleute, die Spezialaufnahmen gemacht haben, die dann zum Werk bringen, wo es dann digitalisiert und dann aufbereitet wird. Ja, Film drehen ist echte Arbeit und wenn so ein Regisseur dann da durchgeht, er erklärt, wie er es da gerne hätte, weil er muss es ja wissen, weil er muss die Kamera ja fahren und die Aktion, die vor der laufenden Kamera dann stattfindet, muss der Akteur, Schauspieler natürlich dann auch beherrschen. Ja, wie gesagt, Han Solo sind einige Stunts, ob die richtig waren, weiß keiner. Wie gesagt, es war alles hier in so einem Studio gedreht worden, hier in England. Und ist eine tolle Sache rausgekommen. Das, was man jetzt gesehen hat, diese drei oder vier echten Trailers und dann die fast 30 TV-Spots in Amerika, wenn man die alle zusammenpackt, Hut ab, da geht es richtig zur Sache. So, in der heutigen Sendung hier kurz und bündig warte ich wieder auf Ware. Und die Ware will ich euch gerne auch vorstellen. Im Moment ist es sehr ruhig, liegt auch am Wetter. Meiner einer sitzt lieber auch gleich in der Sonne, wie jetzt hier vor der Kamera. Aber gehört ja nochmal zum Beruf. Ich möchte mich bedanken bei dem Jüngsten, der hier war, Marcel. Dann bei Marco, ja, Sushi, der da war und der Robert. Und natürlich, darf ich nicht vergessen, den Klaus Altegleier, der auch schon hier war. So, wir haben über Star Wars gesonnen. Da sind ja auch einige unter euch Cosplayer, 30 plus zum Beispiel Cosplayer, die halt auch kostümiert rumlaufen. Jetzt, wo Han Solo kommt, muss ich einfach sagen, deswegen habe ich die Kamera auch angemacht, es kommen ja wirklich tolle Kostüme. Hoffentlich kann man die dann auch kaufen. Ein Kollege fährt jetzt für eine Woche zu London, also fliegt hin rüber und macht eine Woche Sightseeing-Tour und schaut mal, was er da so organisieren kann. Wir sind ja nur mal IMAX-verrückt, wir lieben IMAX, IMAX-Filme, wir haben uns extra dafür, ja, für Rogue One, E7, E8 und demnächst auch Han Solo, uns diese IMAX-Sache ins Haus einbauen lassen. Das ist eine Leinwand, 21 Quadrat, wir arbeiten auf 257 Zoll zu 144 Hertz. Einfach nur eine Brille aufsetzen, schon ist man in dieser Welt eingetaucht. Am Wochenende haben wir es getestet und alle haben gesagt, wow, du hast eine Menge an 3D ausgegeben. Wirklich, Fernseher von Samsung in 3D hingestellt, geguckt, naja, Fernseher, naja.
Und dann den ersten Beamer DLP, da suchten wir uns Wund. Der hat eine andere 3D auf. Wir waren so ein 3D-Ready-Gerät. Da haben wir nie eine Brille für bekommen. Und das Gerät hat sich auch nachher durch Rogue One, also wie gesagt, diese drei Filme hat er sich verabschiedet. Dann haben wir die Firma angerufen und sagten, sie haben einen sogenannten DLP-Schaden. Das passiert schon mal bei so einem Gerät. Das war wirklich ein 3D-Ready-Gerät. Das konnte man natürlich knicken. Darauf wurden natürlich die ganz Großen bestellt. Die richtig kosmisch Großen mit Einstellen und was weiß ich, 21:9 und Tiefenschärfe. Man konnte also Tiefe. So, dann haben wir uns hingesetzt und eine Brille mal eben 199 € eingestellt, alles aufgeladen, hingesetzt. Da hatten wir alles so merkwürdige Schattenbilder. Nicht jeder. Marvel zum Beispiel hatten wir Schattenbilder. Und bei den anderen war es wieder in Ordnung. Na, sag ich, was ist denn jetzt los? Na, und dann wurde er plötzlich zu dunkel. Bei Dr. Strange zum Beispiel, diese Dunkelszene, da sah man gar nichts. Da war alles, boah, da musste man reinkriegen. So, jetzt mit diesem IMAX Beamer da macht das richtig Spaß. Grüße! Hallo! Hi! Was? So, zum besseren Verständnis, 30 plus Cosplay, 55 plus, 50 plus, die sind natürlich nicht so unterwegs wie 14 und 24 plus. Ja? Die Sendung, wie gesagt, ist nicht für 14 bis 24 plus, sondern für Ältere. Grüße! Guten Tag! Eine Sendung für Ältere zu machen, ist nicht so einfach, weil die Resonanz nicht so, die hängen auch nicht jeden Tag vor irgendeiner Elektronik, gebe ich zu. Wenn ich jetzt hier diese Dienstleistung nicht hätte, würde ich sicherlich auch nicht davor sitzen, würde jetzt auch nicht irgendwie im Star Wars Modus mich über die Figur und so weiter oder den Film. Meiner einer ist halt, und wie gesagt, hier ist dieser Filmclub und auch der BDFA, das ist der Bund Deutscher Filmemacher, ohne den Sinn des Kommerzes. Also wir drehen Filme, ohne Geld damit verdienen zu wollen. Das dabei. So, jeder, der eingeladen und durch Zufall auch da war, Yayushi mit 47, Marco mit 48, der Robert war 70, der wusste gar nicht, wie er darüber so sinnen sollte. Der Jüngste war 12, der Marco. Wir sind hier, also wie gesagt, es hat mich schon gefreut, dass auch, wie gesagt, die jungen Leute zwischen 9 und 12 gerne vor laufender Kamera über Star Wars reden möchten. Wieso, weshalb, warum? Gestern, also wie gesagt, ihr könnt in der Community, dafür ist es gedacht, diese Community hat sogar ein eigenes Fernsehen, ein eigenes Kino und so weiter. Also diese Community hat eine Menge zu bieten, die Star Wars Community Wohnzimmer. So. Dass hier auch welche dann sitzen werden vor laufender Kamera und eine tolle Sendung machen werden nach dem amerikanischen Stil. Die Amerikaner sitzen davor und dann legen los. Ich habe heute einen gesehen, der war voller Hass, der war so stinksauer, dass es nicht mehr seins Star Wars, das ist nicht mehr seins. Er hat sich ja schließlich vor, ich meine, ich finde es toll. Man stellt sich etwas vor und dann wird er nicht erfüllt. Dann ist man sauer. Das geht an sich gar nicht. An sich darf man sich gar nichts. Also ich stelle mir gar nichts vor. Ich habe jetzt tonnenweise von Han Solo gesehen. Und mir ist das egal. Ich werde hineingehen. Für mich ist das Han Solo. Ja, ist eine Kunstfigur. Ist keine echte Figur. Und diese Kunstfigur ist egal, von wem die gespielt wird. Ja? Bei Indiana Jones als Junge da mit der Trompete. Diese Kinder waren auch okay. Ja, weil Indiana Jones als Jugendlicher, wie er zu Indiana Jones wurde, war auch okay. Da konnte man ja auch nicht den Harrison Ford jetzt als Kind machen. Ja? Also so ist es jetzt hier bei Han Solo auch. Das ist eine Kunstfigur und deswegen
bin ich auch der Meinung, Leia kann auch ruhig jemand anderes spielen, Hauptsache es geht irgendwie weiter. Ich will mich jetzt nicht mit dieser Schauspielerin identifizieren. Ich fand es sehr gut, mal eben Sidekick auf eine andere Serie, die bei YouTube läuft. Die sagte auch, wow, hast du dich verändert? Das fand ich schon spaßig, weil die dann eine andere Schauspielerin eingesetzt haben. Ja, bis zu dieser Sequence hat eine andere Schauspielerin gespielt und dann gab es was so richtig Böses. Und dadurch hat sie gesagt, ja, bei dem, was ich erlebt habe, ist ja wohl klar, wie ich jetzt anders aussehe. Ne? Das war schon eine tolle Sache. Also so könnte auch Star Wars sein. Ist so egal, wer den spielt. Chewbacca bleibt Chewbacca, da ist ja auch ein anderer drin. Ja? Carissian ist auch ein anderer. Ist doch egal, ich meine, ist okay, ja. Wir müssen einfach nur Film sehen. Wir müssen den Film sehen. Ich meine, Spider-Man ist jetzt auch ein anderer. Hulk ist halt jetzt auch ein anderer. Also, man muss halt nur den Film sehen. Man muss sich den Film anschauen und sagen, der Film gefällt mir. So, meine eine hat sich ja, wie gesagt, diese IMAX-Sache jetzt da gegönnt. Grüße, hallo. Ja. Was brauchen wir? I've been running scams on the street since I've been. Ein Fan sein ist was anderes wie beruflich. Beruflich, mit dem alle arbeiten, wie gesagt, viele bieten ja momentan bis zu 65% ihre Figuren an. In Amerika gibt es die Figuren von Rogue One für 3 Cent, US-Cent. Da ist ja dann schon geschenkt in EU-Beitrag. Also 3 Cent EU ist wenig, also ist der Dollar. Wenn er mal einen Dollar nachguckt, da sind 3 Cent, also kriegt er geschenkt auf Deutsch gesagt. Wenn er die Figuren in Amerika einkauft für 3 Cent US und dann umrechnet in Euro, dann habt ihr gerade mal 1,5 oder knappe 2 Cent dafür bezahlt oder so. Okay, dann kommt der Zoll, Verpackung, könnt ihr knicken. Aber egal. Ist halt so. Worüber können wir hier philosophieren? Was macht euch Spaß zu hören? Was macht Spaß? Was wollt ihr sehen? Weil ich meine, ihr googelt einfach, gibt einen Namen ein, Ron Johnson oder so, oder JJ oder keine Ahnung, gibt da irgendeinen ein, schon geht's los. Die sind gerne bereit, das auch zu übersetzen. Aber übersetzen könnt ihr selber. Rechte Maustaste, Klick, zwar Kauderwelsch Deutsch, aber egal. Sinnbildlich wisst ihr dann, worum es geht. Ja? Ich finde es toll, wenn die darüber sprechen. Ich finde es auch toll, dass sie uns zeigen, dass George Lucas am Set war, sich das angeguckt hat und dann auch so eine Floskel eingesetzt hat. Aber Han Solo reagiert so, mach doch einfach mal. Ne? Ja, okay, und wenn die dann sagen, gut, machen wir. Und dann wird aus der Szene halt eine lustige Szene, weil George Lucas weiß, wie Han Solo an sich hätte reagiert, weil es ist ja sein Baby. Ja, Han Solo, sei halt sein Baby, sein Gedankengang, der umgesetzt wird. Für mich ist Film Film. Ich kritisiere keinen Film. Wenn er mir nicht gefällt, gucke ich ihn mir nicht mehr an. Feierabend. Ich rede auch nicht drüber. Bei Star Wars gibt es nichts zu nörgeln. Ich verstehe das Ganze nicht. Natürlich sind da Filmfehler. Natürlich sind da. Und wie Filmfehler? Ich meine, das passt alles von und hinten nicht. Da ich über jegliche Informationen verfüge, und mich am Wochenende, wie gesagt, hingesetzt habe, mir das, wie gesagt, in diesen 3D speziellen, bin ja richtig eingetaucht, war ja wirklich da, konnte ja auch alles sehen, konnte mir auch alles angucken, ja? Ich habe also auf alles geachtet, ich habe mir den Falken sozusagen angeguckt, durch diese Tiefenschärfe, durch das 3D konnte ich da eine Menge sehen, ja, Lücken und dann die Version, dann konnte ich aus dem Computer zuschalten, ja, auf große Leinwand mir dann diese Computersachen scharf anschauen, natürlich die nicht in 3D, sondern in 2D. Könnte ich zuschalten. Es sind verschiedene Beamer da, die man zuschalten kann. Da kann man aus 2D dann auch 3D machen. Ist aber nicht das 3D, was jetzt so eine Cinema-Geschichte davon IMAX kann. Ja? Also richtig riesen Leinwand, man taucht ein, richtig schöne Helligkeit. Und das mit dem 144 Hertz wird das Bild aufgefrischt, aufgehellt und somit hat man diese Plastizität und diese Tiefenschärfe und das macht richtig schön Spaß, TV zu schauen oder beziehungsweise Kinofilm zu Hause zu schauen. In Ruhe, vor allem in Ruhe. Man kann auch in die Szenen eintauchen, von mir aus zurückspulen, nochmal eintauchen,
Man kann den Film sich zigmal anschauen, wie ich mit E8 gemacht habe. Also E8 habe ich noch nie so, ich meine, ich habe so viel Star Wars noch nie konsumiert wie im Moment. Und diese Sendung, die richtige Sendung, wird auch nur einmal im Jahr wohl sein, wenn Star Wars rauskommt. Werden wir darüber philosophieren, sprechen und wenn die Leute auch erscheinen. Ansonsten muss ich es wieder alleine machen, weil wir haben ja nicht allzu viel Zeit. Diese Truppe von über 1000 sind ja überall. Und so ein 70-Jähriger wird dann auch immer älter. Gut, der Jüngste hier, 12, wenn er Zeit hat, der hat Fußballtraining, Schule und so. Er hat also auch nicht so viel Zeit, vor der laufenden Kamera zu sein und er hat ja auch nur seine Welt mit den Schwertern und so. Wenn die Schwerter jetzt nachlassen, E9, kann sein, dass man nicht mehr so viele Schwerter sieht, weil Rebellion, okay, Kylo ist der Boss, okay. Ja, wie gesagt, E9 soll 5 Jahre später spielen und irgendwie sollen die sich da mögen alle irgendwie. General Hux ist da noch ein bisschen. Hallo, Grüße, hi! War meine Konkurrenz nebenan ein Riesengeschäft, aber die haben auch nichts mehr mit Star Wars. Die haben alles ausverkauft für sündhaft teures Geld. Die haben also nicht reduziert wie die Weltmeister, nee, die haben für sündhaft teures Geld Star Wars verkauft. Auch die großen Puppen da für 180 Euro von Jack Pacifics kostet ja immer noch 180 Euro. Gibt es ja auch kaum noch zu kaufen, gibt es auch hier beim Großhandel kaum noch zum Einkaufen. Jack Pacific 1,20 Meter hohe Standfiguren. Für mich ist es natürlich fürs Film und fürs Fenster natürlich top als Eyecatch. Ich habe auch viele Figuren gehabt, die im Sommer mitnehmen, sind alle weg, ist klar. Weil mich erfreut es ja auch, dass derjenige mit den leuchtenden Augen diese Figur dann übernimmt und geht. Ja, also macht schon viel Spaß, muss ich einfach sagen. Ja, was wollte ich denn da sagen? Ich wollte sagen, dass Star Wars euch sehr viel Spaß macht. Das sieht man ja anhand der Einträge, die hier abläuft. Ich habe jetzt natürlich auch mal das andere kontrolliert. Avengers und das alles und Marvel sowieso ist ja auch eine Riesengeschichte. Ihr seht mich gerade hier am Stutzen hier. Ich arbeite nämlich auch an den neuen Ton. Ich wollte mir so eine 9.1 Anlage dahinstellen mit On Air und was weiß ich nicht alles. Aber wird ja kaum angeboten. Atmos, davon sprach ich gerade. Atmos wird ja gar nicht so angeboten. Ja, da muss man schon richtig gucken, dass man einen Film erwischt, der auch in Atmos ist. Wie gesagt, ich habe jetzt momentan noch nicht umgestellt. Ich habe ja, wie gesagt, getestet. Grüße, morgen. Einmal helfen oder? Hallo. Hi. So, früher trafen wir uns alle drei Jahre irgendwie und haben dann über Star Wars philosophiert. Du hast sie gesehen, wie fandest du den? Ach, herrlich und so weiter. Heute, Internet, geht alles ratzfatz. Und wenn welche, so wie ich jetzt auch, über Philosophie, / Star Wars philosophieren, sprechen, analysieren, Informationen herausbringen. Mittlerweile darf man ja gar keine Informationen mehr herausbringen, dann nennt man ja jetzt Spoiler. Also es hat sich schwer verändert, es wird eine merkwürdige Zeit auf uns zukommen, wo wir nicht mehr reden dürfen, wo wir nichts mehr zeigen dürfen. Somit wird alles, was interessant war, uninteressant. Hat keiner mehr Lust drauf. Wir in unserem Alter ab 30 plus aufwärts sagen uns das auf, was soll das? Ja, also wenn ich nicht reden darf, wenn ich nicht gucken darf, wenn ich nicht konsumieren darf, was soll das? Habe ich keine Lust drauf. So könnte es auch bei YouTube / Star Wars / überall werden. Nicht nur bei den Streaming-Firmen. Auch. So, alles kaufen, kaufen, kaufen. Demnächst Disney kaufen, da gucken. Netflix kaufen, da gucken. Dann den nächsten kaufen, da gucken. Also man gibt doch mal so 100 Euro aus
für Streaming-Dienste, um das sehen zu können, was man gerne sehen möchte. Fernsehen gibt man viel Geld aus für nichts. Für mich ist das keine Unterhaltung. Also Fernsehen sehe ich ungern, weil es für mich keine Unterhaltung mehr ist. Ist nicht. Ich bin groß geworden mit 3 Fernsehprogrammen und war froh, wenn ich da was gesehen habe, was mir Spaß gemacht hat. Und es hat Spaß gemacht. So, heute haben wir fast 3000 Fernsehprogramme über Astra und können gucken, aber nichts Gescheites drin. Nichts Gescheites drin. Deswegen bin ich auch zu diesem Streaming gegangen. Ich freue mich schon auf Star Wars Streaming. Ich sehe YouTube auf großer Leinwand. Ich sehe Netflix auf großer Leinwand. YouTube auf großer Leinwand. Ja, das macht Spaß. Gut, es muss nicht Leinwand sein. Es muss jetzt nicht 257 Zoll sein. Habe jetzt auch 50 Jahre dafür gebraucht, um mir das irgendwann mal zu gönnen. Jetzt habe ich es. Bin auch stolz darauf, dass ich es habe und werde es immer verbessern, immer neuerer machen. Hier können die Kunden halt auch auf 55 Zoll gucken, auf 27 Zoll gucken, auch in 3D. Machbar, ist kein Thema, kann man eintauchen, die Szenen. Darum geht es in dieser Story Wohnzimmer. Ihr könnt vorbeikommen, hinsetzen, selber und selber die Filme sprechen, auch selber angucken. Guck mal, das meine ich. Schau mal. Ja? Und dann kann der andere sagen, jo, du hast recht. Oder umgekehrt. Ja? Jo, du hast recht. Guck mal, der hat den falschen Stiefel an. Oder guck mal, der hat gar keine Waffe mehr. Was machen die denn da? Ja, also Filmfehler zum Beispiel. Oder halt den Film genießen, mit Leuten genießen und dann darüber sprechen. So, das ist das Wohnzimmer, das ist die Community, die jetzt über 1000 jetzt mittlerweile schon sind. Dann möchte ich mich nochmal bedanken, dass ihr diesen Zuspruch gewählt und diesen Zuspruch gegeben, dass wir auch, wie gesagt, darüber sprechen. Und auch jetzt, hier Otto hat zum Beispiel Star Wars jetzt zu 44% günstiger. Statt 169 Euro kostet es nicht mehr 89 Euro, sondern ab sofort nur noch 49 Euro. Dieses sogenannte Force Band zum Beispiel. Ja, es kostet ja, also Star Wars kann schon mal richtig Geld kosten. Ja, so ein Helm mal eben ein paar hundert Euro und dann 50 Euro, dann plötzlich 1000 Euro. Derselbe Helm, zum Beispiel. So, wenn ich wirklich Ware bekommen sollte heute, was ich mal wieder nicht annehme, ja, mit Amazon Lieferei, das ist, läuft schief im Moment. Es läuft richtig schief im Moment. Ja. Wir haben eine fortgeschrittene Uhrzeit, wollte euch einiges zeigen, mit euch darüber sprechen, aber klappt wohl nicht. Deswegen hänge ich ein, solltet ihr mich gleich wieder sehen, dann hat es doch geklappt. Ansonsten bin ich weg, freue mich auf die Sonne, freue mich auf euch, freue mich auf die Sendung, freue mich auf Han Solo und freue mich auf Yasushi und auf Marco und alle anderen. Ja, es macht Spaß, ein Star Wars Fan zu sein oder auch Händler, je nachdem. Einige Händler habe ich angerufen, da kriege ich keine Antwort. Es scheint wohl merkwürdige Händler zu sein, nenne auch jetzt die Namen nicht. Die ich genannt habe, wie SW Series.de, Favrera, super, Funwerk, Dairis, super. Aber die anderen da, oioioi, ne? Ist halt so. Ne? Genau. Denkt dran, ab Ende Mai ist das mit dem Fotografieren vorbei. Nur noch Profis dürfen Fotos machen. Ja, das neue Datenschutzgesetz. Das darf man nicht, dies darf man nicht, jenes darf man nicht mehr. Ja. Und ja, ist halt so. Ja, ist halt so. Was soll man machen? Dann die ganzen Faschisten, die auf uns zukommen, da schreibt. Faschisten, das nicht, dies nicht, jenes nicht. Macht das überhaupt noch Spaß? Ich weiß nicht. Also die EU macht alles kaputt, denkt dran. Die EU macht alles kaputt, auch mit dem Datenschutz. Wir können da nicht mehr einfach so, das darf man nicht, dies darf man nicht, jenes darf man nicht. Ja, ob wir da noch Lust haben, eine Sendung zu machen, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Beantworte auch gerne die Fragen vor laufender Kamera. Ja, zu Weihnachten ganz viel Ware wieder da, weil dann lohnt es sich, Sachen zu kaufen, jemanden zu beschenken, der Star Wars immer noch mag. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Nach Han Solo bin ich der Meinung, ja, weil der wird. Han Solo wird.
Han Solo wird, jetzt sage ich heute am 7.5. In 20 Tagen werden wir sehen, was wir dann sagen. Am 27. werden wir dann darüber sprechen, wie der Film wirklich war. Na? Wir werden nicht spoilern, wir werden aber so irgendwie sprechen, dass ihr damit klarkommt, dass nicht gespoilert war, sondern dass ihr Informationen habt und wirklich Lust habt, da rein wollen zu wollen. Ja. Ihr wollt ganz bestimmt in den Film. Ja. Ja. So, so zwischendurch lohnt sich das nicht. Natürlich kommt jetzt alles so nach und nach, wird auch nach und nach zur Seite gelegt. Wie gesagt, ich verkaufe gerne dann zu Weihnachten oder wenn hier einer reinkommt, der unbedingt das haben möchte, aus welchem Grund auch immer, und alles kauft, was da ist. Aber ja, gehabt, deswegen habe ich so wenig. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich so kaufen soll, weil hochwand die Figuren sind nicht so angesagt. Kenner natürlich, weil Kenner die uralten Sachen. Darth Vader und Obi-Wan Kenobi ist klar, in allen Variationen, Sideshow, Hot Toys und so weiter. Und natürlich 3,75 Inch, 6 Inch, 12 Inch, Yoda sowieso. Yoda auch. Ja, aber, also wie gesagt, gut, die Figuren waren jetzt nicht so angesagt. Die sind auf Halde. Bei mir bleiben die auf Halde, weil ich die schönen Figuren habe und finde sie toll und ich finde den Film toll. Natürlich würde ich gerne wollen, aber darauf komme ich jetzt und deswegen komme ich den Film auch an. Also, ja, ja. Wisst ihr, was mich so bespaßt ist, wenn wir Älteren ab 30, 40, 50, 60 halt, es sind Figuren, es ist Spielzeug, die richtigen Exponate für unser Alter zu finden, dass das irgendwie nach was aussieht, für einige halt, wie gesagt, die nehmen es halt, damit das irgendwann mal Geld bringt, irgendwie, ne? Kann sein, kann auch nicht sein, wir wissen die Zukunft, wissen wir nicht. Wie jetzt die EU uns alles kaputt macht, wir dürfen ja bald keine Cosplayer mehr fotografieren und was weiß ich nicht alles. Keine Ahnung, also am 27. Mai sieht die Welt anders aus, auch mit dem Datenschutz und das alles. Aber ich muss jetzt wieder einhängen, ein Kunde naht, er kommt gerade. Ja, wie gesagt, ich habe viel zu tun, aber trotzdem bin ich für euch da, auch videotechnisch. Hallöchen, grüß euch. Hallo, was ist denn mit der Leipziger Straße los? So, wir sind eine Medienfirma, wir scannen, wir überspielen, wir zeichnen auf, wir machen Film, wir gehören zu Filmpool, komparsen.de und das hier ist dann halt so zwischendurch mal. Und wenn einer Zeit hat, sitzt er ja auch hier, deswegen mache ich heute nochmal das Video, weil wieder so vieles verändert wird, weil Star Wars sich verändert hat. Es gibt wirklich mehrere, also es ist ein heilloses Durcheinander im Moment. Die einen mögen mittlerweile die Spin-offs, ich auch jetzt, weil ich sie so intensiv gesehen habe. Rogue One, E7, E8, okay, habe ich nochmal. Ich habe mir das halt gegönnt, die 257 Zoll Anlage da, mit allem drum und dran. Ich kann endlich da alles sehen, haarklein. Wenn BB-8 da, ne, daherläuft, sieht man richtig da, alles so kaputt, verbeult oder hier spritzt plötzlich irgendetwas, was man vorher gar nicht gesehen hat. Ja, der hat nämlich Funken gespült, zum Beispiel. Ja, so irgendwo hat er gerade, schaut mal genau hin, in 2D ist das alles nicht so zu sehen, aber in 3D, wenn man mittendrin ist, ja, dieses IMAX-Verfahren, man ist ja da mittendrin, man kann ja auch die Dinger anfassen. Ich fand das so toll. Grand Canyon hatte ich mir angesehen, da konnte man ja wirklich alles. Das war ja wirklich gewollt, 3D. Der macht auch, wie gesagt, eure Geräte strubbelig, da müsst ihr halt warten, dass die dann wieder zurückfahren. Das ist gigantisches 3D. Dass man dann, wie gesagt, zu Hause hat. Man kann richtig anpacken, wie dann, wie gesagt, der Destroyer kam, ja, so langsam in rein da, ins Wohnzimmer, ja, kann ich schon anpacken, ach herrlich, auch Devereaux am Fliegen war und Poe und B8, die Funken am Sprühen war, man konnte wirklich alles genau sehen. An sich geben die sich wirklich Mühe, das stelle ich fest, sonst würde man in 3D jetzt, wie gesagt, so in diesem glasklaren 3D, sagen, stopp mal, was soll denn das? Also ich habe mir den Falken genauestens angesehen in 3D, Wahnsinn, was da alles so umbaumelt und so weiter und so fort. Dass die sich jetzt so viel Mühe gegeben haben,
diesen jetzt so neu darzustellen, wirklich alles neu, auch der Tisch, wo die da Schach spielen, ist ja neu, obwohl, doch, die haben alles neu, also ist schon in Ordnung. Ich fand es stark, wie Chewie da zum ersten Mal verloren hat und dann hat er richtig gemeckert. Ich fand es stark, aber egal. Ja, und wenn man dann die ganzen, also den Falken jetzt so sieht, wie er brandneu ist, gerade frisch aus dem Hangar, okay, Charissian, für ihn ist das irgendwie so ein, naja, so ein Freizeitflieger oder so, ne? So ungefähr, so wie in E8, da war ja auch so eine Art Freizeitflieger, den die da geflogen haben, ne? Sah ja innen drin auch alles edel aus. Und so ist halt der Falke auch. So, und ich hoffe wirklich, dass zwei noch kommen, also drei sollten ja kommen. 2016 wurde schon darüber gesagt, dass die drei fährt. Kennedy, die sprach ja darüber. Da war Han Solo noch gar nicht in. Da saß sie da, das ist die einen separaten. Und dann hat sie auch die Leute da gecastet, die nachher gefeuert wurden, die beiden Regisseure von Lego Step Motion Filme da. Ja, und dann haben die, wie gesagt, drei. Und dann hat sie auch gezeigt, die ganzen Western, die Planwagen und so. Und John Wayne, so. Han Solo ist der John Wayne der heutigen Zeit. Ja, das meint ihr ernst. John Wayne ist heute Han Solo in der neuen Zeit. Statt Planwagen kommt er da halt mit den Falken oder mit diversen anderen Fahrzeugen um die Ecke. Also, und so eine Bande da zusammenschmieden ist auch wie im Old Western. Ja. Leute, habt ihr Lust, macht da mit. So, einige Schauspieler will man dann ohne Kostüm sehen, sondern in Kostüm, aber nicht als Fremdkörper, sondern als so, wie sie wirklich sind. Ja, und diverse andere auch. Wie gesagt, so Zugraub ist alles normal, halt kosmisch diesmal. Ich freue mich schon drauf. Also ich freue mich schon auf Han Solo. Ja? Und ich freue mich drauf, euch weiterhin kennenzulernen. Ich freue mich weiterhin drauf, mit ihr Sushi und vor allen Dingen mit Marco schöne Sachen zu machen. Und sich nicht nur elektronisch austauscht, sondern sich auch real austauscht. Ja? Und wenn jetzt so nach und nach die Sachen kommen sollten, wie gesagt, ich warte die ganze Zeit drauf, wollte es euch präsentieren. Bis jetzt kann ich es nicht, kann sein, dass zum Schluss, ich mache jetzt wieder einen Cut, dass ihr das dann sehen könnt, die Figuren. Und wir reden auch über die Figuren. So, die Sendung startet in 20 Tagen. In 20 Tagen wird die Sendung gemacht. Freut euch drauf, macht mit, tippt ein, kommt vorbei. Ja? Also, in dem Sinne, ab in die Sonne. Glück gehabt hier, deswegen zeige ich euch eben dieses Box-Video, was drin ist. Yeah! Da ist er. Endlich habe ich ihn. Der sieht ja auch wirklich klasse aus mit dem Mäntelchen. Richtig im Mantel. Ne, sieht klasse aus. Mit dem Mäntelchen dann auch dieses Abgeschabte, also er ist nicht rein Plastik, ist nicht sauber verarbeitet, sondern so, als wäre er gerade im Kampf. Eine tolle Sache, gefällt mir, wird da hingehängt. Wie gesagt, im Moment brauche ich alles so für die Sendung. Wir werden dann über die Figuren reden. Der nächste, mal schauen. Ich hätte nie gedacht, dass er so schnell kommt. Dass er jetzt so schnell kommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe ihn wieder. Darth Revan. Er ist wieder da. Darth Revan ist wieder da und diesmal bleibt er auch hier. Ich werde ihn nicht abgeben. Er steht in groß da, wisst ihr, 1:1 und jetzt steht er halt in 6 Inch. Gut, hätte ich nie gedacht, dass die so schnell sind. Wie gesagt, Han Solo ist jetzt der Neue und sein Gegenspieler sozusagen, der Trooper ist da. Warum Carissia bleibt, weiß ich nicht. Ich sagte immer, ich bekomme meine Figur ein bisschen leckerweise diesmal. Dafür ist noch was anderes gekommen hier. Schauen wir mal, alles für die Sendung wohlgemerkt. Extra ein paar Sachen gebräucht, damit die Sendung ein bisschen attraktiver bleibt. Mal schauen, was drin ist. Ja, richtig. R2D2. Also das ist jetzt R2D2, da brauchen wir halt vielleicht noch eine Maske oder so. Werde ich euch dann auch fotografieren, könnt ihr bei Instagram sehen. Das ist jetzt R2D2 als T-Shirt bis oben hin, sieht
klasse aus. Ne? Werde ich noch fotografieren. Dann haben wir für die Sendung schon mal ein R2D2. Dann kommen noch andere Sachen. Ne? So, ja, wie gesagt, ruckzuck ist alles gekommen. So, jetzt ist die Sendung auch schon zu Ende. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Der war ja eine lange Zeit weg. Der hing hier, ey, will ich haben. Verkaufst du mir den, bitte verkaufst du mir den. Und dann ist der Preis hier mir um die Ohren geflogen. Aber jetzt habe ich ihn gerade halt einen Zehner mehr bezahlt wie sonst, aber egal. Jetzt habe ich ihn wieder. Da drüben. Bei ihm freue ich mich hier über den Range Trooper. Über den Range Trooper, da freue ich mich schon. Und ja, und die T-Shirts finde ich klasse, weil, okay, die anderen Filme kommen leider im Winter. Da muss ich die halt drüber tragen, weil sonst friert man, ja. Jetzt im Mai macht es Spaß. Da gehe ich als Han Solo, habe ich ja im letzten Teil kurz gezeigt. Ich habe halt heute mal so an. Ne? Wir sind gekommen. Okay, jetzt bleiben wir erstmal hier schön lange hängen in der Dekoration. Ja, ich muss sie ja nicht verkaufen. Ne? Ich muss sie nicht verkaufen. Ich kann sie verkaufen. So, das war es auch schon. Ich freue mich auch, wenn die anderen Sachen kommen. Wann Carissia kommt, weiß ich nicht. An sich hätten die kommen müssen, weil die ja, wie gesagt, zusammen bestellt waren. Komm, alle Glück auf euch. Ribbon war gestern bestellt, ist heute schon da. Das ging also ratzfatz, muss ich schon sagen. Ist also nicht die alte Serie, ist noch nicht die neue. Die auferlegte, die hat also noch ein paar Tage hier auf dem Puckel. Müsste immer noch die 34 sein. Ist auch. Ja. Müsste ich nachgucken, wann die New, die ist doch, die ist die New Version. Das ist die neue Auflage. Das ist die neue Auflage. Ich weiß jetzt nicht, ob die der alten Auflage ähnelt. Müsst ihr wissen. Ihr seid die Freaks, die Figurenfreaks. Das ist wie gesagt die neue Variante. Das hier ist und bleibt original. Verdammt, oh, der ist verdammt schwer. Wow, volles Plastik, also ist okay, der ist voll schwer. Der ähnelt schon den Elite-Figuren von Disney. Also der ist richtig schwer. Toll. Okay, das war die Sendung. Viel Spaß. Ab in die Sonne mit euch. Ja? Danke fürs Zuschauen. Das muss ich sagen. Danke fürs Zuschauen.